Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Urban Rivals Card Review. Heute möchte ich euch die Karte Zarya vom Raptors Clan vorstellen. Mit 5 Sternstufen, also 5 Sternen, hat sie die maximale Stufe erreicht, die momentan in Urban Rivals möglich ist. Die Power liegt bei 8, was das Maximum für 5, was 1 unter dem Maximum von 5 Sternen ist. 9 sind das Maximum. Während 6 Schäden 2 unter dem Maximum von 8 sind. Wenn man diese Werte jedoch zusammenrechnet, kommt man auf 14, was dem Maximum der 5-Sternkarten in Urban Rivals, ja, beschreibt quasi. Kommen wir zur Fähigkeit von Zarya. Als Fähigkeit hat sie Aufhebung, Modifier, Power, Gegner. Dies bedeutet, dass sie sowohl Boni als auch Fähigkeiten, die mit Power-Modifikation, also zum Beispiel minus 4 Power, min 4, diese Werte werden aufgehoben. Dazu kommt noch, also diese Fähigkeiten werden aufgehoben. Dazu kommt noch, dass es eine, ja, quasi Fähigkeit der Stufe 3 ist. Das bedeutet, dass sie Boni wie Schutz, Power oder, ja genau, wie Schutz, Power oder auch den Skills-Bonus mit dieser Fähigkeit umgehen kann. Das heißt, der Schulleiter von den Skills, also Kaelios CR, hat ja keinerlei Möglichkeiten, die Power von Zarya zu reduzieren, da diese Fähigkeit mit Hilfe der Fähigkeit von Zarya aufgehoben wird. So. Der allgemeine Bonus der Raptors ist Aufhebung, Modifier, Angriff, Gegner. Das bedeutet, dass sie, ja, also jede Art von Angriffsmanipulation stoppen kann. Das heißt, also wieder Fähigkeiten und Boni können mit diesem Boni gestoppt werden. Und ja, zum Beispiel der Montana-Bonus minus 12, Angriff minimal 8 wird dadurch aufgehoben. Dies kann auch nicht durch Fähigkeiten wie Schutzbonus aufgehoben werden. So, kommen wir zum Preis von Zarya. Zarya ist eine Rare-Karte, die zudem noch wie man anhand der Werte schon erkennen kann, ziemlich gut ist. Daher kostet sie auch ihre 30.000 Klints. Die hat man jedoch schnell zusammen, wenn man ja quasi aktiv spielt und vor allem auf dem Markt aktiv ist, hat man die in circa, ich denke mal, 2 Stunden minimal. Also in circa, ich würde sagen, 5 Tagen ist es möglich, an 30.000 Klint zu kommen. Und ja, daher auf jeden Fall ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Komme ich zu der Synergie von der Karte, also von der Fähigkeit und dem Bonus. Die Synergie der Karte ist extrem gut. Die Raptors haben anhand ihrer nicht wirklich unterstützenden Fähigkeit oft im hohen Pilzbereich starke Probleme gegen Power-Manipulatoren und dies wird von Zarya komplett ausgehebelt. Das bedeutet, das macht die Karte extrem stark gegen Gegner wie Kaelios CR oder auch gegen Rob CR, welche meistens, ja, den Tod für viele Karten bedeuten. Komme ich zu meinem Fazit zu Zarya. Zarya ist eine wirklich gute 5-Sterne-Karte, die eigentlich immer innerhalb meines Elo-Decks zu finden ist, da sie viel Power, viel Schaden bietet und die Power auf jeden Fall mir erhalten bleibt. Es sei denn, es kommen jetzt ein All-Star mit Stopp-Gegner-Fähigkeit, dann ja, ist die Power trotzdem antastbar. Dennoch, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit Zarya zu spielen. Ich hoffe, also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Karte findet
Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.